Moin. Ihr werdet schon wieder verraten und verkauft. Verraten und verkauft. Und das von eurer Bundesregierung. Und ihr Schlafschafe, ihr schlaft weiter. Ihr kriegt das gar nicht mit. Nach dem Intro, wer knollte dir genaueres erzählen? Ja, hallo, liebe Leute, hier ist wieder euer Knollte. Ha, was sich reimt, ist gut, ne? Ja, was wollte uns Herr Ragnarök damit sagen? Nun, ganz einfach, am 12.05. hat eure liebe Bundesregierung ein Gesetz verabschiedet. Ein Gesetz, welches dann wohl der WHO volle Kontrolle gibt. Volle Kontrolle über dich, über euch alle in Deutschland. Was will ich damit sagen? Ja, ist ganz einfach. Die haben abgestimmt, dass wenn jetzt so ein Pandemiefall kommt, die WHO alles alleine entscheiden kann. Oder, Herr Ragnarök, was sagst du dazu? Genau. Die können jetzt alles entscheiden. Alles. Ob es einen Lockdown gibt, ob es eine Impfpflicht gibt. Die entscheiden, wann die nächste Pandemie kommt. Und das Schöne, sie müssen es nicht mal beweisen. Es reicht, wenn sie sagen, wir haben einen Pandemiefall. Global, international, scheißegal. Die entscheiden, was dann passiert. Ohne den Bundestag nochmal fragen zu müssen. Ja, und das ist ja wohl vollkommen daneben. Irgendwelche Menschen, die nur vom Geld regiert werden, so wie dieser Dings da, den Dings, ach, der Gates noch, ja, Billy Boy, ja, Bill Gates. Das ist ja der Oberzahlmeister. So ganz knapp führen tut Deutschland eigentlich. Die Deutschen, die bezahlen da am meisten ein in die WHO. Aber dann kommt Gates. Dann kommt Gates. Und der hat sich ja nun schon mal eine goldene Nase verdient. Eine goldene Nase mit diesem letzten Impfstoff. Bei der letzten Pandemie. Erinnerst du dich noch? Wo es auf einmal einen Impfzwang gab. Damit das Zeug unter die Leute kommt. Weil wollte ja keiner freiwillig. Und solche Leute, wenn der ein bisschen Mückenprobleme hat, dann lässt er von der WHO eine Pandemie ausrufen. Und dann fängt die Scheiße wieder von vorne an. Dann bleibst du mit dem Arsch zu Hause. Oder du lässt dich impfen. Kannst ja dann aussuchen. Was gesünder ist? Ich würde zu Hause bleiben. Oh, jetzt malet nicht mal ganz so schwarz. Wohl zu Hause bleiben, aber dann auch mit allen Konsequenzen, ne? Und nicht arbeiten darfst du und alles andere darfst du nicht. Gibt ja genug, die arbeiten in der Fabrik. Männlein neben Männlein neben Männlein. Zwingt euch mal ein Weiblein. Eng gekuschelt bei der Arbeit. Pausen dürfen sie dann wieder nicht zusammen machen. Und Privattreffen mal absolut überhaupt nicht. 8 Stunden Schicht kuscheln und danach bitte einsperren. Ja, ich glaube ja nicht, dass es so weit kommt. Aber allein der Gedanke daran, die könnten, wenn sie wollten. Sag mal, wer ist diese WHO überhaupt? Weltgesundheitsorganisation. Ja, ist ja schon mal wichtig, dass da einer einen Daumen drauf hat, wenn wirklich mal was passiert. Aber ich habe nie was gehört, dass sie was gegen Krankenhauskeim gemacht haben. Wie viel sterben davon? Was machen sie gegen Herzinfarkt, Schlaganfall und Co.? Gegen Zuckerkrankheit? Wann verbieten die mal diese ungesunden Lebensmittel? Gar nicht. Können sie kein Geld mit verdienen. So, und wenn eine Pandemie kommt, dann werden so der ein oder andere wieder scheiße reich. Genau, der Gates. Der Gates macht das wieder. Und ganz erschreckend war ja, ein Querulant von der CSU, nur eine. Und die AfD, komplett, bis auf eine, haben dagegen gestimmt. Die eine, die über alles, war überhaupt nicht da. Ich weiß nicht, gefehlt. Entschuldigt oder unentschuldigt. Vielleicht hatte sie ja was. Aber alle anderen, die da waren, haben dafür gestimmt oder sich enthalten. Da waren sich mal wieder einig. Nur nicht gleiche Meinung wie die AfD. So, ist das Erste. Und das Zweite? Das erzähl ich euch jetzt wieder. Ja, die Wichtigen, um die es eigentlich geht, die waren gar nicht da. Du hast keinen Klabauterbach gesehen. Du hast keinen Vergesslich-Scholz gesehen. Du hast keine Bärbock gesehen. Keine Rot,
die ganzen Wichtigen, oder die bekannt sind, die ja immer wieder ihre Reden schwingen, die hast du nicht gesehen. Ja, das war schon mal ganz clever, ne? Dann können die nämlich nachher sagen, ja, ich hab ja nicht dazu gestimmt, ne? Nee, die haben gar nicht gestimmt, die haben sich verpisst. Weil sie ganz genau wussten, wir kriegen auch so das Ding durch. Mit den eigenen Leuten. Da müssen wir gar nicht selber bei sein. Das ist auch wohl eine Sauerei, oder? Ich würde ja sagen... Nein, du sagst jetzt nichts. Ich würde sagen, die müssen weg. Die müssen alle weg. Und nicht erst bei der nächsten Wahl. Da gab es ja zu diesem Gesetz auch eine Petition. 370.000 Leute haben abgestimmt. Traurig. So wenig. Viel zu wenig. Aber träge ich mich auf. Ich bin ja dankbar bei jede schlechte Seele, die zu mir kommt. Aber mal ganz ehrlich, wer wusste von der Petition? ARD und ZDF? Haben wir wieder ganz gepflegt ihre Schnauze gehalten. Genau, Herr Ragnarök. Ganz gepflegt die Schnauze gehalten. Nicht den kleinen Mann informiert. Was ja eigentlich wohl da mal deren Aufgabe ist, ne? Aber nein, wir halten die Fresse, dann kriegen die das da hohen Herren in Berlin schön durchgebüxt. Ich verstehe das nicht. Diese Journalisten, oder wie sie sich nennen mögen, die sind doch genauso betroffen. Die müssen ja komplett gehirnamputiert sein, dass sie da so richtig mitmachen. Nur wegen dem Job. Entweder du schreibst das, was wir sagen, oder du schreibst gar nicht mehr. Oder wie läuft das da? Ja, das ist so bei der Presse. Die schreiben nur das, was die hohen Herrschaften wollen. Die Zeiten, wo sie unabhängig waren, sind schon lange vorbei. Und damit wünsche ich euch einfach noch einen wundervollen Tag und sag einfach mal... Tschüss. Hey, ich war zuerst dran. Tschüss, Leute, wir sehen uns. Tschüss.